So, erste Fahrt. Mach deine Kopfstütze runter. Ja, das sieht auch scheiße aus. Ja. Also Freunde, also Auto ist schon fertig. Alter, heute Morgen war eigentlich Katastrophe mit Tür aufknacken, oder nicht jetzt, ja? Wirklich war wirklich über 3 Stunden. Wir haben uns anders vorbereitet. Wollten einen schönen Carporn drehen hier, aber ich habe die Schnauze voll, Alter. Wir sind tot, die Schwitz hier, Schatz. Wir können nicht mehr. Spureinstellung, Lenkrad war ein bisschen schief auf jeden Fall. Da musst du auf jeden Fall, wir fahren hier nicht mehr ohne Spureinstellung, oder? Ja. Wie habe ich ihn letztes Mal noch genannt? Spunio. Spunio, ja. Also so, mal gucken, ob Mehmet da ist wegen Spur. Ob, der kleine Junge ist ja nicht da, ne? Der hat ja Kacker gebaut, da hat er sein Vater ihn ein paar Tage verboten. Ja, mal gucken, gegeben. Ob er da ist, oder nicht? Ja? Ich denke nicht. So, wir sind bei Spurmann. Er soll mal Lenkrad gerade setzen. Ja, Schatz. Ja, so schief ist es nicht, es ist wirklich nein, nie. Also es ist so. Ja, also das sieht man. Es ist so, oder ja, nicht, Schatz? Ne? Ja. Und das Fakt ist natürlich, ja, man hat jetzt auch nicht so. Ich bin fertig, ja. Ich bin durchgeschwitzt. Wir sind schon auf Details. Er hat schon ein paar Aufbesserungen gemacht. Klar, perfekt ist er nicht. Er findet ja auch immer ein paar Sachen, oder nicht? Ne? Ey, ja. Also, eins muss ich mal sagen: Respekt an alle. Alle hier, die hier in Zanay bei den Temperaturen arbeiten. Spurmann hat heute wohl nicht so viel zu tun. Und Spunior, wie ich ihn nenne, ist auch nicht da. Schade. Spurmann lässt es krachen. Das ist gut. Obwohl, Veränderungen gibt es ja. Spoiler, Spiegel. Das haben wir ja jetzt ja auch über der Vorstadt. Ja, ich bin ja. Wie lange hat Spurmann Junior noch Verbot? Ja. Also, wie lange hat Junior noch Verbot? Sana söyleyeyim, Mustafa'nın cezasını kadar diyor. Mustafa'nın cezası var valla. Ya, ya yok desin. Bir ay daha var. Aynı oh. Orada kaç Mustafa ne kadar Also, Spurmann Junior hat noch einen Monat Hausverbot bei seinem eigenen Vater. Er ruft ihn jetzt an, seinen Sohn. Aber was hat er gemacht, Schlimmes? Er hat die Leute mal abgelenkt. Ach so, ah, also so einer. Statt die Leute arbeiten zu lassen, war er ist auf Telefon. Mustafa! Orada yatıyorsun, baban çalışıyor burada, değil mi? Bana araba sürdüreceğim de Mercedes'i. Nasıl? Evet, çöğüt. Ya bak babam o. Evet, çöğüt. Hayat buna güzel baba. Merhaba. Hey Salah. Sag ihm, ist zu Hause schön oder auf der Arbeit? Hey Mustafa. Oğlum, ev mi güzel, iş mi güzel? Arbeit. Arbeit. Also, da könnt ihr mal sehen, Strafe, nicht Arbeit. Auch hart. Ey, ab. Thank you.
Ja. Ist doch. Machen lassen aber. Ja. In Deutschland, statt. Ja. Bevor wir hergekommen sind, haben wir einen kompletten Vorhang gemacht, oder nicht? Jo. Ja, alles schief, guck mal. Komm. Alles. Ja, habe ich schon drauf gezeigt. Aber dann hieß es ja, da wo wir abgegeben haben, ja, bei dem kann man nicht viel einstellen. Ja, angeblich ja, weil die, genau. Ja, aber guck mal, alles ist schief. Wir gucken mal, ob die es gleich hinbekommen. So, und vorne ist jetzt gerade. Aber in Deutschland hieß es, nein, du fährst zu tief, mehr geht nicht. Ja. Das war's. Die Aussage. Einfach schief. Und 130 Euro bezahlt in Deutschland. 130 Euro bezahlt. Mal gucken, ob er es gleich alles im grünen Bereich bekommt. So, er holt sich Verstärkung. So. Drei sind schon noch grün. Wie gesagt, ich kenne mich damit jetzt auch gar nicht so gut aus. In Deutschland war immer die Aussage, weil das alles so tief ist, kriegen die es nicht besser hin. Aber da war ja komplett alles schief. Mal gucken. So, fast alles im grünen Bereich. Mal gucken, ob der den letzten auch noch in den grünen Bereich bekommt. Aber bestimmt. So, Probefahren, das tut Chef höchstpersönlich. Dann gucken wir mal, was er sagt, wenn er wiederkommt. Da fährt die rote Diva, wie ihr sie nennt. So, Chef fährt wieder vorbei. Probefahrt wahrscheinlich beendet. Ich hoffe positiv. Man hört den aber auch von Weitem. So. Gut oder nicht gut? Nicht gut. Nicht gut. Er fährt nochmal Probe. Ja. Ja. Ey, er hat bestimmt nur so gesagt, fährt nicht gut, damit er noch eine Runde fahren kann. So, er kommt wieder. Ist wohl immer noch nicht zufrieden. Nein, er ist nicht zufrieden. Immer noch nicht zufrieden? Ja, Mini. Runde bleiben. Sehr schief, sehr schief. Oh, ja. Ja, aber das hast du so gar nicht gemerkt, ne? Okay, bezahlen. Wie? Schatz, wie viel kostet das normal? 200. 200, okay. Hast du? Ja, ich weiß. Nee, ich will nur den normalen Preis wissen. 200. Wenn normale Menschen herkommen, 200, ja? Das meine ich. Guckt euch das Auto an. Tür auf und es ist rot. Tische gele. Gele. Drei Wochen Adana, drei Wochen Märchen. Emra, tolle Arbeit, ich bin zu viel von deiner Arbeit. Heute mit dem Türstoß, klar, war ein bisschen blöd, oder nicht? Ne? Ja, ein bisschen was kaputt gemacht, aber dafür kann er ja nicht. Da kann er auch nichts dafür. Wir sehen uns, ich habe Emra mit Emra in 6 bis 8 Wochen. Werden wir uns gleich mal sehen, wenn wir wieder hier in der Türkei sind. Emra, guckst du aus. Freunde, wer Bock drauf hat, bei Emra kaputt, die Wirklichkeit, auf Instagram könnt ihr ihn gerne schreiben. Und wir fahren nach Märchen. Autopräsentation kommt nochmal, wir wollen die nochmal waschen. Dann erzähle ich, was gekostet hat, wie die Karre aussieht, was alles gemacht wurde, oder nicht, Schatz? Yep. So, Freunde, dann sehen wir uns in Märchen. Halt mal. Tschüss. Tschüss, Emra. Ja, liebe Freunde, wir haben unsere S-Klasse wieder. Geil, 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 Alter. Wirklich ein tolles Fahren. Obwohl, wir haben ein schönes Auto gehabt, ne? Wir haben die Touareg von Papa gehabt. Yep. Auch ein geiles Fahren. Ja, also das Lackieren hat wirklich nicht lange gedauert. Der war nach einer Woche fertig, aber wir waren ja ein bisschen unterwegs. Hab ihn auch gesagt, lass dir ein bisschen Zeit, oder nicht, Schatz? Ja. Also normalerweise wäre eine Woche durch, aber wir haben gesagt, komm, lass dir ein bisschen Zeit, entspannt, mach das mal. Heute Morgen angekommen, Katastrophe. Ja, war jetzt nicht so deutlich. Ich fahre mal das Fahrwerk ein bisschen höher wohl, Schatz, oder? Würde ich sagen. Ja, ja, ich fahre zu tief, ist auch nicht so schön, zu tief zu fahren. Manche Stellen haben bei, aber es, eigentlich sind gute Straßen. Nein, die Straßen sind okay, aber... Freunde, wir waren jetzt ja 4 Wochen hier, aber das Blöde war, wir haben eine Woche, 10 Tage haben wir durch Bayram verloren. Das haben wir leider nicht eingerechnet gehabt, ne? Nein. Wir sind hergekommen, da war wirklich 9 Tage alles zu, alles. Ja. Also haben wir hier 9 Tage verschenkt, in dem Sinne mit Content verschenkt, oder? Ja. Aber egal, wir haben ein bisschen Zeit mit unseren Eltern verbracht, das war auch eine schöne Zeit, haben wir auch gut ausgenutzt. Und gut essen gegangen und. Ne? Also wir wollen natürlich jetzt zum Sonntag langsam uns auf den Weg machen. Ja. Auto-Vorstellung kommt auf jeden Fall. Wir waren jetzt ein bisschen genervt, hier 3-4 Stunden Auto aufknacken, hier und da, Hitze,
Oder nicht, Schatz? Ja. Auto wurde gestern Abend schon aufbereitet, da dieser verstaubten Sanaye. Haben wir uns gesagt, komm, wir gucken mal morgen mal schön waschen lassen, das Ding schön eine geile Location finden. Dann erklären wir, erzählen wir mal, was hier gemacht wurde an dem Auto, wie die Karre jetzt aussieht, oder? Kostencheck, bla, bla. Kostencheck und, und. Also seid bereit, kommt auf jeden Fall auf euch alles zu. Und wir fahren jetzt einmal nach Mersin Sanaye. Wir haben ja den Mustafa bekommen mit seinem BMW. Aus Düsseldorf oder Kamer, glaube ich, ne? Und er hat ein bisschen erhöhten Ölverbrauch. Ja. Da will ich ihn natürlich auch ein bisschen unterstützen, ein bisschen helfen. Da kenne ich natürlich Salih Justa. Wir fahren jetzt gleich hin, treffen uns mit ihm da. Mhm. Und würden dann natürlich bei ihm da ein bisschen unterstützen, dass er da sein Auto irgendwie mal macht, weil er kennt hier keinen. Genau, aber das werdet ihr wohl im nächsten Video sehen. Okay, ein Video davor habt ihr Mustafa, glaube ich, schon kennengelernt mit seinem Genau, Leben. Auf jeden Fall. Ja. Na gut, Freunde, dann fahren wir mal nach Sanaye. Ja, von Adana Sanaye nach Mersin Sanaye. Ja, genau. Ja, Freunde, ja, viele sagen auch, ja. Aber ich bin froh, weil die S-Klasse lag sehr an meinem Herzen, Schatz, weißt du ja selber, ne? Ja. Und dieses vorne Spoiler gerissen, links, rechts, bla, waren so ein paar Sachen, die mir vorher nicht gefallen haben. Und ihr könnt euch ja das Video davor genau, angucken, ne? Die Es ist wieder ein schönes Gefühl, dass die Karre wieder im Glanze erstrahlt. Ist ja auch ein altes Auto, ja. Aber er sieht wieder fein aus von außen, die Farbe ist da und ganz, ganz wichtig, die Türrahmen und innen ist er rot. Ne? Das hat uns sehr gestört, wenn wir die Türen aufgemacht haben, haben viele Leute gesagt, oh Folie, ne? Ja. Jetzt ist er komplett lackiert innen und außen. Farbe haben wir auch schnell rausgefunden, Jupiterrot. Ich wusste noch nicht mal, dass das Ding Jupiterrot ist, aber es ist die Farbe. Jetzt sehe ich überall Jupiterrot, gibt es auf C-Klasse, A-Klasse, B-Klasse, CLK. Alter Schwede, Alter, die Farbe gibt es überall. Ich dachte, ich bin der Einzige mit so einer geilen Farbe, Schatz. Ja, aber S-Klasse technisch. S-Klasse gibt es, glaube ich, keinen auf, mit Jupiterrot. Ja. Freunde, wir sind glücklich, wir freuen uns. Natürlich gibt es auch einen Kostencheck und alles drum und dran. Dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Na, wir gucken, wie lang das Video ist. Es ist lang genug, mein Ehrlich? Schatz. Ja, ja, okay, mit Tür aufbrechen und so. Ja. Dann sagen wir wirklich, abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Nächstes Video kommt auf jeden Fall. Vorstellung, Kostencheck. Was haben wir ausgegeben? Wie lange waren wir hier? .pp. Was wurde alles gemacht? Also, kommt ein tolles Video auf jeden Fall, ne? Und Reisekosten natürlich. Was haben wir verbraucht? Klar, die Spritkosten sind jetzt hier enorm gestiegen in der Türkei. Das werde ich natürlich also im nächsten Rückweg Video. Also Rückweg wird teurer als Hinweg. Auf jeden Fall. Alter Bakalam, Sponsor nicht vergessen. Spaß, alles gut. Küss eure Herzen. Küss eure Herzen. Bye bye. Tschüss. Falling on me, yeah. I got weapons, need no army. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me.